Das Versus-Treffen 2016. Dieses Mal ging es in die Eifel, in den Eifelstern bei Bitburg. Die Ausfahrt am Samstag ging von Bitburg Richtung Osten, ein Stück entlang der Mosel, und danach schwenkten wir wieder gen Westen Richtung Luxemburg. Entlang der Grenze auf der Seite Luxemburg ging es dann wieder zurück nach Bitburg. Dieses Jahr hatte ich mich als Tourenguide gemeldet. Thank you.
Bei unserem ersten Stopp bat mich ein Teilnehmer, ihn jetzt aus der Gruppe zu entlassen. Er fühlte sich nicht gut und hatte schon gefühlt 100 Rutscher bis dahin. Na klar, niemand wird für die Teilnahme gezwungen. Mit seinem eigenen Tempo kam er dann unfallfrei in Bitburg wieder an. Mittagspause machten wir am Pulvermar. Der Pulvermar ist einer von mehreren Maren nahe Daun bei Gillenfeld. Er ist fast kreisrund und bietet Erholungssuchenden viele Möglichkeiten.
war nicht meine erste Tour, die ich als Guide machte. Allerdings muss ich am Schluss sagen, ich habe doch so manche Punkte, so wie Fotostops oder einfach schöne Orte, links liegen lassen. Ich hatte diese Tour nicht selbst ausgearbeitet und somit musste ich spontan reagieren. Naja, meine Reaktion entsprach wohl der einer Wanderdüne. Also bleibt doch wenigstens Potenzial für das nächste Mal. Das war das Versus-Treffen 2016. Das Treffen in 2017 steht auch schon. Es geht nach Bebra in das Haus Sonnenblick. Und somit kann man sagen, nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Aber was machen eigentlich die Versus-Fahrer in dieser Zeit? Aber schaut selbst.